Du musst als Immobilienmakler Käufer schlecht behandeln, um erfolgreich zu sein. Dieses Thema hat in der Maklerschaft schon eine sehr, sehr lange Historie. Ich erinnere mich so 15 Jahre zurück. Wir schreiben jetzt das Jahr 2021. Und das muss so 2006, 2007 gewesen sein. Da ging es darum, du musst Käufer qualifizieren. Punkt Nummer eins, du musst erstmal ein Qualifizierungstelefonat führen. Du musst nachfragen, wievielte Immobilie haben sie denn besichtigt und warum haben sie bis jetzt nicht gekauft und haben sie eine Finanzierung stehen, wie viel Eigenkapital haben sie und so weiter. Und das sozusagen im Rahmen des Erstkontaktes. Und ich habe damals schon so komisches, ungutes Gefühl gehabt, warum soll ich das eigentlich tun? Und habe mich mal in die Lage reinversetzt, wenn ich selber Käufer wäre. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, du, wenn mich jetzt ein Makler bei dem ersten Kontakt, wo ich eine Immobilie das erste Mal besichtige oder überhaupt mich interessiere für die Immobilie und jetzt kommen schon pam, 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 ja, 27 Sachen, da komme ich mir vor wie bei der Stasi, so ungefähr, oder KGB oder was auch immer, ausgefragt und je nachdem, wen man da als Käufer vor sich sitzen hat, der blockt natürlich erstmal ab. Der hat ein ungutes Gefühl, der kommt sich komisch behandelt vor. Jetzt können die anderen sagen, ja, hör mal, so ist das natürlich mal. Ich habe das Objekt, was war damals, waren das auch die Stimmen. Ich habe das Objekt und wer das Objekt hat, der herrscht, ja, der kann das machen. Ja. Am Ende des Tages ist die Frage, was passiert dadurch? Was ist letztendlich die Konsequenz? Es kommt übrigens noch ein anderes Thema dazu, nämlich Punkt Nummer 1 ist grundsätzlich das Thema Zuverlässigkeit des Maklers. Wie zuverlässig bist du? Beantwortest du, kriegt jeder Interessent bei dir eine E-Mail? Kriegt jeder Interessent ein Exposé? Kriegt jeder Interessent die Daten, die er braucht, um überhaupt erstmal grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen, ob diese Immobilie überhaupt für mich in Frage kommt? Das lässt sich ja heute alles sehr, sehr gut schon mal standardisieren und auch automatisieren, sehr gut vorbereiten. Und jetzt stelle ich mir einfach mal vor, ich bin so Interessent, ich fühle mich da mal ein, was ich natürlich auch das ein oder andere Mal gemacht habe, ja, wenn ich selber eine Immobilie gesucht habe. Und die Erfahrungen waren ja erschütternd. Ja, keine Rückmeldung, noch nicht mal eine E-Mail. Ihre Anfrage ist eingegangen und wir melden uns bei Ihnen oder hier ist das Exposé. Ja, also furchtbar. So, und diese Stimmen, die sind ja nicht nur, wenn man das mal im Selbsttest macht, sondern diese Stimmen hörst du ja von anderen Kaufinteressenten auch. Denn in dem Moment, wo du als Immobilienmakler einen guten Job machst, kriegst du ja das Feedback von Kaufinteressenten. Automatisch. Ja, sie sind der erste Makler, der das ordentlich macht oder die erste Maklerin. Ja, was meinen Sie, was ich alles erlebt habe und so weiter und so fort. Also die Konsequenz aus der ganzen Nummer ist, du baust dir einen Ruf auf. Und dieser Ruf, ja, ist der nach dem Motto, da wirst du nicht gut behandelt. Der mag vielleicht erfolgreich sein, ist aber ein Arsch. Ja, also die machen einfach keinen guten Job. Ja, und die Frage ist, welche Werte hast du in deinem Business? Ja, und mit welchen Werten gehst du nach draußen? Es geht nicht darum, everybody's darling zu sein. Everybody's darling ist everybody's Depp. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber am Ende des Tages, wenn du da draußen nicht die Kaufinteressenten, wo ja ein Objekt, was du hast, vermarktest, darauf kommen je nach Region 50, 80, 100, 150 Anfragen. Wenn es in der Vermietung ist, ist es vielleicht sogar noch mehr. Ja? Also das heißt, du hast so viele Menschen da draußen, die schlecht über dich als Maklerin oder als Makler reden können. So viele Menschen da draußen, die nicht nur dein Image versauen, sondern das Image der gesamten Maklerschaft. Und hier rede ich über das Thema Verantwortung. Ja, also wenn ich so einen Job, also so eine, ja, ich nenne es mal Berufung, ja, Passion mache, also anderen Menschen dabei zu helfen, ihre Traumimmobilie, ihre Wunschimmobilie zu finden und völlig unabhängig, welchen Wert die hat, ob das das Einzimmer-Apartment ist oder die Einzimmer-Butze ist oder ob das ein Millionenobjekt ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Jeder Mensch, und das will ich hier mal ganz klar sagen, jeder Mensch hat das Recht bei Dienstleistungen auf Wertschätzung.
Und jede Maklerin und jeder Makler, der da draußen anders handelt, ist mitverantwortlich dafür. Ist mitverantwortlich dafür, dass das Image der Immobilienmakler so grauselig ist. Du kannst die tollsten Exposés machen, du kannst die tollste Arbeit machen. Wenn du deine Kunden nicht gut behandelst, und Kunden sind auch Käufer, weil auch sie einen Teil der Provision bezahlen. Und selbst wenn du mit einer Innenprovision arbeitest, mit einer 100%igen Innenprovision arbeitest, selbst dann ist der Käufer am Ende des Tages die Person oder die Familie, die auslösend die Zeche insgesamt zahlt. Weil durch den Kaufpreis wird auch die Provision bezahlt. Und ich kann dir eine Sache sagen, das wird früher oder später auf dich zurückfallen. Denn selbst wenn du super Geschäft machst und du aber deine Verkäufer am Anfang wohlgemerkt so gnadenlos qualifizierst, dass sie ohne wirklich Berührung, also den Touchpoint, den positiven Touchpoint mit dir gehabt zu haben, so behandelst, brauchst du nur darauf zu warten, dass der eine oder die eine Maklerin an deinem Standort den Laden neben deinem eröffnet und die Person macht es richtig. Und dann kannst du dich warm anziehen. Also ganz klare Botschaft, falls du zu denjenigen zählst, der Käufer so gnadenlos qualifiziert, hör sofort damit auf, weil das ist nicht der richtige Weg. Wertschätzung gehört zum Geschäftsleben dazu. In diesem Sinne, beherzige das. Viel Erfolg bei der Umsetzung.